Moin Moin und hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe von Speedrandale, wo es ein bisschen anders ausschaut als sonst. Weil das ist gar nicht unser Studio. Sia, was ist passiert? Ich glaube, wir haben uns verlaufen, Gregor. Dürfen wir hier trotzdem Speedruns machen? Ist erlaubt. Dürft ihr ausnahmsweise mal, ja. Na, wir machen heute Speedrandale on Tour, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. Heute Bisalina Speedruns hier in Köln. Möchtest du ein bisschen was zu diesem Event noch erzählen? Ach ja, Mensch, also dir und Gregor muss ich ja nicht so viel davon erzählen. Wir haben ja die letzten 8 Monate, glaube ich, E-Mail-Kontakt gehabt. Aber für alle anderen, ja, wir machen hier das Bisalina Speedruns Charity Event in Kooperation mit der GameStar und den Rocket Beans und vielen, vielen anderen tollen Gaming-YouTubern wie Hübi oder Niklas Hennings. Hi, grüße, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir sammeln hier die ganze Zeit für die DKMS jetzt, während des ganzen Events. Wir haben 8 Stunden Live-Content. Möglicherweise wird das auch nicht das einzige Mal sein, dass wir euch hier noch sehen werden auf der Bühne. Bin ich ultra gespannt. Und ich habe gehört, ich habe ja hier Andreas angefragt, dass er bitte mit euch eine Folge machen kann. Da habe ich extra ein Horrorspiel mitgebracht, was ultra gut ankommen wird, denke ich mal. Ein sehr gutes. Gregor und Sie werden es vielleicht kennen, aber ich habe ein sehr schönes Horrorspiel mitgebracht, das wir heute bestimmt spielen werden. Ich hab extra Miranda Cosgrove gefragt, die ja Carly Shay gesprochen hat, ob sie es bitte unterschreiben kann. Habt ihr heute Bock? Wollen wir nochmal eine zweite aufnehmen? Das ist mir ein bisschen zu Horror gewesen, tatsächlich. Okay, dann müssen wir, glaube ich, ein leichteres Horrorspiel spielen. Andreas, du hast auch noch was mitgebracht, oder? Genau, ich habe Resident Evil 2 mitgebracht und zwar nicht das Remake, sondern das Original von 1998. Es ist die Source Next Version, die ist 2005 oder 6, ich vergesse es immer wieder, aber so um den Dreh erschienen, exklusiv in Japan für den PC und sieht besser aus als die PlayStation 1 Version, sogar noch ein bisschen besser als die Dreamcast und GameCube Version. Und dann habe ich da noch den Seamless HD Mod installiert, der das Ganze nochmal hochskaliert und mit einer KI überarbeitet. Und die das gemacht haben, sind auch nochmal händisch rangegangen und haben nachgezogen, sodass es die optisch beste Version ist, die man aktuell von dem Spiel spielen kann. Die optisch beste Version, du musst, glaube ich, mal aufstehen. Ja, bitte. Die optisch beste Version hast du sogar mitgebracht hier. Du bist im Cosplay. Genau. Yeah. Das ist einfach Leon Kennedy. Die Stars, der Stern auf dem Rücken ist ja hier mit am Start. Es gibt sogar noch Leon war nicht bei den Stars. Er war nur RPD-Rookie. Aber man sieht es mit dem Laptop leider nicht so schön, wie ich dachte. Aber es ist. Oh, du bist der eine aus Resident Evil 4, oder? 2. Remake. Oh. Es ist das 2er Remake-Kostüm. Oh, ja. Also Andreas, ich war sehr zu schätzen, dass du dich auch gerade bei den Retro-Games nochmal bemühst, dann das möglichst Beste daraus zu holen. Ja, ich schraube hier auch immer ganz gerne daran, um zu sehen, was mit den alten Games nochmal so viel möglich ist. Du, nicht nur bei der GameStar mit dabei, sondern du hast ja auch einen eigenen Kanal, wo du dann streamst, ja? Genau, richtig. Also Screenfire Germany heißt der Kanal, gibt es sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Ich streame auf beiden parallel, 3-mal die Woche. Mittwoch wechselnde Spiele, Donnerstag Retro-Titel und Sonntag ist so der Resident Evil Tag, also Silent Hill, Resident Evil, alles, was in so eine Richtung geht. Und dann auf YouTube halt noch zusätzlich Videos, News, Reviews, solche Sachen. Mhm. Ja. Okay, ja. Nicht, dass ihr euch dann auch weiterbringt. Wir haben schon gesagt, hier werden live gerade Spenden gesammelt für die DKMS. Entsprechend, wenn ihr euch das live anschaut, ihr seht auch hier jeweils den QR-Code, da sind entsprechend die Verlinkungen dabei. Wir werden ab und zu auch nochmal drauf eingehen, haben gerade jetzt schon live über 1200 Euro hier. Ja, wir sind jetzt in der ersten Stunde vom Event, also ist richtig nice. Krass, ja. Sehr respektabel. Andreas, du musst uns sagen, wenn wir alle zu viel quatschen, wir werden dich natürlich dann ordentlich ausfragen hier dabei, bei deinem Run. Wenn du was erzählen willst vorab, mach das gerne, ansonsten kannst du gerne starten, wir machen den Countdown und dann spielen wir und quatschen. Ja, ich muss ein bisschen cheaten, muss ich gleich noch sagen, ich muss die Handschuhe loswerden. Weil das ist jetzt ist der One nicht mehr valide. Ja, das ist ein bisschen nicht mehr glitchless. Handschuh Percent. Das ist ein bisschen tricky und meine Brille auch aufsetzen, sonst kriege ich Kopfweh. Ansonsten, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass sich Leute nicht wundern. Es gibt hier auch die 180-Grad-Drehung, die eigentlich erst in Resident Evil 3 drin ist. Die ist auch drin. Und man kann die Türsequenzen ab einem gewissen Punkt skippen. Das sollte man vielleicht einfach noch erwähnt haben, dass sich die Leute nicht wundern. Und was ich auch noch erwähnen soll, ich habe erst seit 2 Wochen
übe ich erst. Also ich komme an den... Okay, zwei Wochen ist krass. Ja. Das ist immer meine beste Ausrede. Wobei, du machst ja so oder so auch Resident Evil Runs bei anderen. Genau. Also eigentlich ist das erste Remake so mein Steckenpferd. Da war ich auch mal auf Platz 8 der Weltrangliste. Mhm. Bin mir aber mittlerweile abgerutscht, weil ich es einfach lange nicht mehr gemacht habe. Bin jetzt auf 40, 50 oder so, also nicht mehr nennenswert. Und genau, aber bei dem ist das tatsächlich jetzt zwei Wochen. Mein Rekord war jetzt bei 1:03:01. Mhm. Ich versuche das mal zu überbieten. Es gibt so ein paar Momente, wo ich ins Schwitzen gerate, weil die sind so speziell, ja, sage ich mal. Wenn wir die Klappe halten sollen, dann alles sagst gut. Du Bescheid. Alles gut, ihr könnt ruhig reden. Ich versuche mich auch zu beteiligen. Nur es gibt vielleicht mal kurz Momente. Ja. In den Cutscenes können wir aber auch mal reden. Du kannst dich ruhig konzentrieren, wie du möchtest. Wo liegen aktuell so die besten Runs von der Zeit her? Der Weltrekord liegt bei 48 Minuten und ein paar zerquetschten. Krass. Aber das ist schon sehr... Das sollte sehr gut sein, wenn es der Weltrekord ist. Ja, also ich habe es mir natürlich als Vorlage mit angeschaut, um ein bisschen Infos zu holen. Aber es ist schon hardcore. So, jetzt trinke ich noch einen Schluck und genau, dann können wir eigentlich loslegen. Okay. Bereite dich mal vor. Wir spielen Leon A, nur um zu sagen. Ja. Genau, wir können ja gerne schon mal auf dem Ingame sind wir schon mal drauf. Du kannst ja sonst deinen Countdown machen, wenn du bereit bist. Und dann kann der Counter auch gestartet werden. So, ich sag, wenn ich reingehe. Mhm. Oh boy, am meisten habe ich Angst vom Anfang. Da gibt es eine Stelle, die ist einfach pain in the ass und jedes Mal anders. Du schaffst das schon. Ja, ja. Und wenn nicht, haben wir auch Content. Okay. Showcase heißt es dann. Ja. Dann schauen wir mal. Und natürlich auf hart, oder? Nee. Ich hätte normal gemacht. Easy ist zu leicht, aber normal. Ja. Normal ist ja in Ordnung. Okay. Hart machen wir beim nächsten Mal. Puh, okay. Schauen, ob das Training sich gelohnt hat. Here we go. Resident Evil. Let's go. Timer läuft. Habt ihr die Originalversion damals gespielt? Natürlich. Was haben wir nicht damals? Ah, ja, okay. Oh, shit. Also ich war Restart. Noch nicht geboren. Das, ja, kann ich noch mal kurz restarten? Ist ja, in Ordnung? Noch geht's. Also noch hast du die Gelegenheit. Ich lasse mich kurz killen, es geht schneller. Ich muss ein bisschen näher ran. Okay. Was da gerade passiert, du wurdest gegrabt, glaube ich, ne? Ich wurde gegrabt, ja. Ich musste den ein bisschen näher an mich so ranziehen. Ja, es ist halt Ding von der Live-Produktion, das ist okay. Ja. Das ist so ein interessantes Ding. Wir haben ja sehr den Resi 2 Remake Run gemacht und ich habe mich speziell auf Claire konzentriert, ja, die sich beißen lassen muss zu Beginn, weil die dann kurz vor mit wenig Energie tatsächlich schneller ist. Da ist sie schneller, ne? Ja. Rumpel, ja. Krass. Ja, es ist eh interessant bei Resident Evil 2 Remake. Man kann sich am Anfang auch bewusst beißen lassen, weil ja, man sowieso wieder voll mit Energie ist. Genau. Also es ist halt, okay, nochmal. So, gleich verkackt. Resident Evil. Das war nur Warmwert. Das war nur ja, Warmwert. Exakt, ne? Es ist ja auch live, muss man sagen. Ja, ja. Und sowas wie Studiobeleuchtung und so darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Das ist krass. Nee, das ist sehr hell, das unterschätzt man wirklich. Ja, ja. Aber kriegen wir hin. Ja. Ich darf es einfach nur nicht verkacken. No pressure. Also ein paar Cutscenes kann man überspringen, andere Gespräche wiederum nicht, ne? Genau. Wie das hier meine ich. Das kann man nicht, also die Ingame-Cutscenes kann man nicht überspringen, aber die ganzen CGI-Sachen. Das sieht ja schön aus, der Shop. So I'm a human, der lädt nochmal durch. Ja, man sieht, was man mit so einem, ein bisschen in Anführungsstrichen, aber Upgrades ja, da rausbekommen kann. Ja. Also klar, KI-Skalierung kann mittlerweile wahre wundervoll wirken, aber auch die Polygonmodelle mit den Texturen. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass es wirklich fast über 25 Jahre alt ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben von 20 gesagt, es geht aber eher Richtung 25 jetzt. Ja, das ist, 98. Ja, 98, ja. 25 Jahre. Ich habe die Release vom Spiel nicht mal mitbekommen. Ich war vielleicht noch gar nicht geboren. Ja, ich war 3. Oh, okay. Okay. Ja, das ist schneller, wenn der Waffenbesitzer offscreen dann... Das ist die schlimmste Stelle hier. Oh ja, ich kenne. Oh ja, ich sehe schon. Ja, das ist das. Ein Grab. Den kann ich fast nie verhindern, dass es einfach. Okay. Es geht, ich habe es 2-3 Mal geschafft, aber das ist einfach ein Gamble, immer einfach vorbeizukommen. Ja. Beim Weltrekord, der schafft es wirklich durch mit 1-2 Schüssen. Aber ich denke, dass es. Ich
glaube, es ist ja auch, du kannst ja auch nicht vorab zum Beispiel die Zombies dann anschießen, weil das ist schon mal schlecht. Die respawnen dann auch wieder sofort hinter den Gittern, damit sie aufgehen. Noch ein Grab. Ja, aber ist noch okay. Ist noch okay. Nicht so schlimm. Du hast schon ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel Energie du noch über hast. Ne? Ja, ja. Ist jetzt nicht gut, aber... Noch humpelt er nicht. Noch ist okay, ja, das ist... Ich finde den Kamerawinkel vom Spiel echt schön. Ich finde das Spiel an sich auch sehr schön gemacht. Also man sieht wirklich den Unterschied, nice. Ne? Ich finde die ganzen Szenen, die gemacht haben, echt cool. Ja, als es damals rausgekommen ist, 98, da waren wir auch alle sofort geflasht. Weil das wirkt halt so, wie als ob man wirklich ein sehr immersives Spielerlebnis erschaffen wollte. Also ich sag immer, ich würde mir so wünschen, wenn das nochmal offiziell von Capcom kommen würde, mit Trophies, Achievements. Ja, ich würde da richtig cool. Mit einem eingebauten Randomizer vielleicht sogar noch. Alle Monster sind Tyrants. Super. Ja. Der, hoffentlich der Rando wäre hoffentlich besser als der offizielle in der N64-Version von Resident Evil 2. Der ist nämlich nicht so doll. Ja. Ich schätze, deine Route ist ziemlich fest oder so, oder hast du irgendwie... Ja, die ist fest. Ja, also nicht, dass der irgendwie, ich muss spontan umdenken, weil da habe ich ein Item nicht mitgenommen oder so. Es kann passieren, wenn ich zu viel Damage nehme, dass ich Kraut aufnehmen muss, aber es gibt genug auf dem Weg. Mhm. Ich hatte aber auch schon unlucky Runs, wo es passiert ist, dass ich dann irgendwie mal kurz abbiegen musste für 20 Sekunden, was dann sehr ärgerlich ist, aber besser als sterben. Ja, klar. About 2 months ago, there was this incident involving zombies. Das Voice-Acting ist auch grandios. Ja, auf jeden Fall. Ich war befreundet mit dem Voice-Actor von Leon, Paul Haddad, aber der ist leider an Kehlkopfkrebs dann gestorben. Aber... Paul, er war wirklich nett. Aber man hat seine Stimme nicht mehr erkannt. Das war dann, man hat gemerkt vom Altern, er konnte es nicht mehr ganz reproduzieren. Ja, manche gerade Voice Actor haben eine sehr jugendliche Stimme. Ne? Ja. Und dann siehst du, okay, das entspricht vielleicht nicht direkt an dem Profil, aber die haben einfach das Talent und das Stimmprofil. Alison Court, die Claire gesprochen hat, die kann das noch immer. Also die kann auch immer ihre Stimme klären. Ich fand es immer ein bisschen schade, auch wenn ich die Synchronschauspielerin vom 2 Remake, ich finde, sie macht einen guten Job. Mhm. Aber Alison Court hatte ich mir damals schon gewünscht, dass sie zurückholen. Aber eigentlich schon, ja. Es war dann, glaube ich, so ein... Oh, ich muss mich konzentrieren. Tito. Um ein bisschen mal hier die Story zu erklären. Leon, das ist sein erster Tag hier im Polizeirevier. Und scheiß Tag. Ja, richtig scheiße, weil auf einmal Zombie-Apokalypse bricht aus in der Stadt. Oh, geil, Tag am Arsch. Und ich habe gar nicht dafür gepackt. Ja. Kannst du denn, Andreas, sagen, hast du einen Favorit unter den Resident Evil-Spielen? Den hier tatsächlich. Ja, den hier. Okay, ja, aber ganz close mit dem ersten Remake. Ich finde das noch immer fantastisch. Mhm. Ich habe auch kein Problem mit statischen Kameraperspektiven. Aber ich finde auch das zweite Remake und auch das vierte Remake waren sensationell. Also. Das vierte Remake war großartig. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem dritten. Einfach weil Content fehlt. Es ist vorbei, bevor es angefangen hat. Ja. Ja. Solange es dauert, ist es aber ganz nett. Ja. Hoffst du, dass ein paar Bossfights vielleicht ein bisschen nervig waren beim dritten, also Remake jedenfalls. Aber was sind denn so die krassesten Gameplay-Unterschiede so zwischen 2 und 2 Remake? Oh, da gibt es eine Menge Unterschiede. Ja, ziemlich. Ja. Halbes Spiel schon anders? Okay. Naja, erstmal fängst du ja schon mit der Steuerung an. Du hast halt keine Panzersteuerung mehr, andere Kamerafahrten, also du läufst Third-Person-mäßig rum. Ja, und alles natürlich... Also manche Locations, du findest den Großteil der Locations wieder, aber so angepasst und auch von den Gegnern, dass unter modernen Sensibilitäten nochmal besser funktioniert. Man mag dann auch sagen, ich meine, bei dem Original Resi 2 Remake sind zum Beispiel die Spinnen nicht drin, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf? Beim Remake, genau, die Spinnen sind draußen. Stimmt, ja. Ich habe da ein paar Hintergrundinfos tatsächlich, ihnen ist die Zeit ausgegangen. Die Modelle waren schon fertig, aber sie haben es dann nicht mehr geschafft. Okay. Die hätten eigentlich in der Kanalisation, da wo die G-Embryos rauskommen sollen, hätten sie eigentlich. Was auch Sinn ergibt. Ja. Aber, ja. Ich denke, am Anfang, gerade das 2er Remake, da war man sich noch nicht so ganz sicher wahrscheinlich, ne, wie verkauft es sich. Der Zeitdruck war auch, glaube ich, sehr krass bei denen. Hirabayashi hat das ja 2018 angekündigt. Mhm. Und dann, 2019 kam es raus, wann hat er angekündigt? 2000,
Oh, 15? 2019, Anfang ist es rausgekommen. Ja, ja genau. Also 15 oder 16 wurde es angekündigt, glaube ich. Ja, da gab es diesen Teaser von wegen, ja, wir machen es. Ja, genau. Yes, we do it. Ja. Was in der Gaming-Welt auch manchmal nichts heißt. Ja, aber, ja, nach, aber bei Capcom hier ist Resident Evil 2 war schon sehr, sehr gut. Auch wenn es keine Spinnen gibt, trotzdem. Und nach so langer Zeit, weil das war ja eins der meistgewünschten Remakes gewesen, also auf einer Stufe mit Final Fantasy VII, was das Verlangen dann angeht. Und auch wie bei Final Fantasy VII, die beiden Remakes ersetzen natürlich nicht die Originale, aber sind beide fantastisch. Ja. Oder du hast halt auch den Fall, wo ein Remake das Original ersetzt, wie bei Metroid Zero Mission. Ja, ungefähr. Gab es ein Remake von Zero Mission? Ja, aber es gab, Metroid Zero Mission war ja ein Remake, obwohl das Spiel eigentlich wie ein ganz eigenes wirkt. Ja, ja, Zero Mission ist ja eigentlich... Ach so, Zero Remake. Mission. Zero Mission könnte eigentlich ein eigener Teil sein. Du sagst Zero Mission, ich hatte Fusion. Das ersetzt also das Original komplett. Ja. So, das hebst du noch nicht auf, wahrscheinlich auf dem Rückweg, ja, ne? Genau. Das kostet uns unnötig Zeit. Und Platz wahrscheinlich. Ja. Leon hatte hier schon 8 Menüplätze standardmäßig. Ne? Ah, verdammt! Ah, damn it. Das fand ich gut. Ah, noch nicht am Humpeln. Ist okay, wir nehmen gleich das eine Kraut mit. Also Leon, 8 Itemplätze beim... Oh Gott, die Hände, die nerven mich immer. Beim allerersten... Du konntest doch aussuchen, es gab da doch so ein Backpack, was du im Stars Büro mitnehmen kannst. Ja, unten. Ja, hast du das mitgenommen oder... Nee. Das nehmen wir nicht mit. Okay, nehmen wir nicht mit. Und dann kriegst du noch 2 zusätzliche Plätze. Okay. Je nachdem, mit welchem Charakter du das nimmst, kannst du es natürlich auch mit Claire nehmen, dann hat es Leon nicht. Ja, es hängt von den Items natürlich ab. Die B-Route werden wir jetzt ja auch nicht spielen, aber wenn ich jetzt an Resi 1 denke und die 6 Plätze von Chris. Oh. Richtig, richtig schlimm. So, wir haben den ersten Schlüssel. Ja. Was ist denn so, Andreas, die größte Schwierigkeit oder der größte Faktor ist tatsächlich die Unberechenbarkeit der KI, wie sie dich dann greifen können? Genau. Oder dass man was nicht so richtig, wie hier zum Beispiel, ist es schwierig. Ach, verdammt, das wollte ich vermeiden eigentlich, aber manchmal ist er ein bisschen weiter rechts, manchmal links und es ist super schwierig, das abzuschätzen. Wird das auch davon bestimmt, ob irgendein Partikel der Sonne in deine Konsole fließt oder ist das einfach normal random? Es hängt auch ein bisschen von der Version ab. Darum war ich froh, dass wir die hier spielen konnten und nicht kurzfristig aus technischen Gründen auf eine andere umswitchen mussten, weil Gegnerverhalten kann minimal variieren und es können unterschiedliche dastehen. Das ist ja alles HDMI, das ist ja kein Problem. Ja. Der Solarskip. Es war schön, dass der Licker vorsorglich nochmal in die Decke gesprungen ist. Das war sehr höflich von ihm. Ja. Der weiß ja, dass gerade ein Charity-Event ist, deswegen muss auch nett sein. Ein bisschen. Ja. So, jetzt der zweite. Oh, Zelda. Die muss auch irgendjemand da mal hingelegt haben, ne? Das ist halt ja, vielleicht ganz normales Polizeirevier. Ja. Also, ich hoffe, jedes Polizeirevier ist so aufgebaut wie ein Zelda-Dungeon. Aber das kann man ja in den Dokumenten irgendwie nachlesen. Okay. Der Polizeipräsident hat das irgendwie bewusst da so gemacht, oder der Police Chief zumindest. Ja, es war ja ursprünglich ein Museum angeblich, dieses Gebäude. Oh, sehr gut vorbei. Ich würde noch mal kurz sagen, während der Cutscene, das kam gerade eine 61-Euro-Spende rein. Vielen und Dank. Auch davor noch mal 20. Sehr geil. Vielen Dank. Spektakuläre Leistung. Wir sammeln immer noch für die DK Best. Das ist bester Verein. Bisalina, du kannst ja nochmal erwähnen für die Live-Zuschauer jetzt hier, wo man denn den Link zum Beispiel findet. Genau, ihr findet aktuell den Link auf allen live-streamenden Kanälen. Aktuell streamen das Event auf 13 verschiedenen Kanälen. Ihr könnt über Ausrufezeichen Donation, manche haben auch Ausrufezeichen Spender eingerichtet, könnt ihr den Better Place-Link finden. Das ist bisalina.betterplace.org. Da findet ihr alle Infos zur Kampagne und zu DKMS als auch den Spendenlink. Da habt ihr super viele Möglichkeiten, um auch eine kleine Spende für einen guten Zweck darzustellen. Lassen. Ich würde uns sehr freuen, wenn da noch einiges zusammenkommen kann. Wir haben ja noch gut was am Event übrig. Deswegen, jede Spende zählt, Leute. Ja. Egal, ob nur 1 Euro oder 100 Euro. Ja. Deswegen, Liebe geht raus an euch. Wir lesen auch später alle vor. Mensch, Leon, fällst du wieder mal durch das Loch in den Boden? Er lernt's nie.
Das alles an so einem ersten scheiß Arbeitstag. Ne? Ja, ja. Ist halt auch, es ist auch krass, dass sich daran nicht die Beine bricht oder so, dass er einfach durch ein Loch fällt. Und der Marvin hat einen nicht mal erzählt, dass das hier im Museum war. Richtig, richtig doof. Hast du auch kein Briefing gekriegt? Gab ja kein hier einfach raus, sagt er. Kein Boarding. Ja, einfach keine Sicherheitsinspektion oder so. Man, richtig unrealistisch. Und die ganzen Mitarbeiter hier helfen einer auch nicht. Wie gut hast du, Andreas, denn die Rätsellösung intus? Das kommt schon natürlich dann oder ist es, wo du nochmal mehr nachdenken? Das ist gar kein Problem. In den Teilen auch noch mehr Verträgen, glaube ich, auch das ganze Rätselthema. Ne? Weil bei RE4 Remake war das jetzt schon, gab ein paar, aber die waren dann auch... Sie haben es aber im Resident Evil 4 Remake nochmal erhöht im Vergleich zu Resident Evil 4 Original. Ja. Ja. Weswegen ich das 4er Remake auch so gut finde, weil es sich ein bisschen mehr vom Gameplay an die älteren Teile anlehnt. Zumindest mal Backtracking, man hat mehr Rätsel. Riesenfan. Und man hat mehr Geballer vor allem. Ja, ist halt mal ein Helikopter abgestürzt, brennt halt mal ein bisschen. Jetzt wird's kritisch. Aber auch nicht zu Unrecht, Game of the Year nominiert sogar. Ne? Wird es nicht gewinnen, aber... Oh, ich hasse es. Oh, ja, sehr gut. Let's go. Wie so ein Slalomlauf mit Zombies. Ja. Ja, manchmal machen die so einen Hechter nach vorne, dann ich so, ach, dann funktioniert das nicht. Dann. Oh, willst du denn speichern zwischendurch irgendwo noch? Nein. Oder? Nein. Niemals. Niemals. Speedrunner speichern nicht. Falls ein Game Over ist, gab's Checkpoints gab's nicht, ne? Nee. Oder? Das war noch. Ist ja schon der Hardcore an. Ah, oh, nice. Da habe ich Angst vor gehabt von dem Moment. Also Leute, ihr könnt nachvollziehen, warum es noch kritischer ist jetzt hier, jeder Schaden, den man hat. Ja, weil das Speichern kostet halt nicht nur Zeit, sondern auch einen Item-Slot, weil du Increments da noch mitnehmen musst. Also wir gehen nachdem, wie es aussieht, später gehen wir maximal einmal an die Truhe und selbst das tut mir weh. Ja. Aber das ermöglicht mir halt dann für den letzten Endkampf doch nochmal einen Highspray mehr mitzunehmen, nur für den Fall. Safety ist immer Das, ich sag mal, wenn ich es privat mache, mache ich es halt nicht, aber jetzt hier ist was anderes, wir wollen ja auch was bieten. Ja, das kann man auch nochmal sagen, alle drei Speedrunner-Folgen, die aufgenommen werden, basieren sehr auf dem Motto YOLO und Swag. Weil das hier ist jetzt der Hardcore-One und die nächsten zwei, lass dich überraschen. Swag, weil er das Kostüm an hat? Das ist eigentlich schon der Größte. Und auch danke für die 100-Euro-Spende. Dankeschön. Crazy. Eier, Mensch. Helikopter angefeuert. So, das Feuer gelöscht. Jetzt kann man hier durch. Genau. Und endlich können wir die Rubine da reinsetzen. So, wann kommt jetzt Mila Jovovich mit so einem Motorrad da rein? Grauenhafte Filme. Ja. Bitte nicht davon sprechen. Ich hatte es schon verdrängt nach so vielen. Welche Filme? Das war Resident Evil 2, der Film, oder? Ja. Mit dem Motorrad. Ich dachte, wir wüssten nicht, was für ein Film das ist. Eins war in dem Underground Lab mit der Red Queen oder sowas. Ich sag ja was. Also der erste Resident Evil Film ist keine gute Adaption von Resident Evil, aber ich finde den schon okay. Ist okay. Hat ein paar erinnerungswürdige Szenen, tollen Soundtrack gehabt. Ich meine, die Korridor-Szene wurde ja nicht umsonst in Resi 4 dann nochmal zitiert. Alle Filme danach, absolute Grütze. Ja. Bin ich dabei. Ist jetzt leider noch nicht der Sonic 2 Film gewesen. So. Der ist gar nicht mal so schlecht. Also auch der erste Sonic Film, muss ich sagen. Am besten fand ich die Fortnite-Tanzszene. Die kann ich nachher nachstellen sonst nochmal. Aber warum nicht? Ganz schlimm war die Netflix-Serie. Die habe ich komplett gegeben. Was so ein großer Fehler war. Hast du das komplett gegeben? Ja. Ich musste nach zwei, drei Folgen ausmachen. Das war ich eigentlich auch, aber ich musste halt da durch. Ja, Halo ähnlich. Schlimm. Ja, das ist halt der innere Reviewer. Man muss halt durchziehen. Ja. Sagen, Lance Reddick, also Beska, hat Potenzial gehabt, aber die haben nicht was. Nicht so was Cooles draus gemacht. Jetzt kommt der absolute Horrorraum. Okay, lassen wir dich konzentrieren. Nee, es dauert doch ein bisschen. Okay. Aber ihr wisst wahrscheinlich, welchen ich meine. Wir wissen, welchen du meinst, ja. Ich hab's bisher ein, zwei Mal geschafft, ohne Damage durchzukommen, aber es ist immer so ein... Ja, es ist so ein lucky Ding. Oh. Wie schnell die sich auch umdrehen immer, ne? Ja. Schlurf, aber... Ja, es war... Da ist es. Ja, es war... Klar, dass ich es nicht schaffe. Oh Gott, jetzt hummelt er. Oh, aber zum Glück. Zum perfekt. Glück. Gut, wir waren auch nur auf Caution, aber trotzdem. Also schon recht knapp.
Da ist er wieder. Er lebt ja immer noch. Okay. Oh nein, er lebt noch nicht. Du hast, super ja, lebendig, wieder. Der Team. Ja, er lebt wieder. Du hast es verschrien gerade. Er lebt wieder. Ja. Oh! Ja, aber ist gut, es gibt nicht so viel Damage und... Na ja, gut, man hat dann noch die Möglichkeit mit dem Knie noch mal rein. Mhm. So, alle Item-Slots voll. Ja. Darum muss ich es jetzt eh nehmen, aber ich dachte mir, ich nehme es lieber nach dem... Ja. Also Andreas, du hast gesagt, diesen Run hast du jetzt speziell seit ein, zwei Wochen geübt. Seit zwei Wochen, ja. Seit zwei Wochen. Wie war dein Gefühl so für die Progression? Bist du gut reingekommen? Ja, die Erfolge nahmen dann aber sehr schnell ab, weil ich habe es halt schon sehr, sehr oft gespielt. Mhm. Es ging dann einfach nur darum, zu perfektionieren. Und genau, also am Anfang, was hatte ich am ersten? Ich überlege gerade, ich glaube so... anderthalb Stunden und dann ging es aber sehr, sehr schnell Richtung... Das ist schon mal etwas. Mhm. Bisher hast du echt wenige Fehler gemacht, finde ich cool. Ja, ein paar, die natürlich... Ach komm, es ist optimiert, wie es geht. Ach, scheiße. So, manchmal ein bisschen Angst. Ah! Hunde, Igitt! Was ist beschrien? Die sind so schlimm. Ja, Fehler ist immer relativ, manchmal kannst du dich ja nicht oder kannst du den Schaden da einfach nicht vermeiden. Ja, genau. Und was viele ja auch nicht wissen, so, es ist ja auch eine Studioproduktion, hier sind voll grelle Lampen und er trägt ein echt enges Cosplay, also. Das ist innerhalb der Kategorie so drin. Ja, klar, das muss man tragen, sonst ist er nicht valide. Erschwerden Bedingungen. Mensch, Ada, rein zufällig hier. Mann, ist das die aus Resident Evil 4? Ja, das ist Ada Wong. That's wow, krass, dass die hier auch schon war. Bitch in a red dress. Die Voice, oh Mann. Es ist so gut, dass er redet, aber irgendwie nichts aus seinem Mund kommt und nichts für sich bewegt. Ich glaube, er ist Telepath. Was ist euer Lieblingscharakter? Was ist euer Lieblingscharakter aus allen Resident Evil so? Claire? Oh, ganz, ganz leicht. Barry Burton natürlich. Oh, ich wäre tatsächlich schon bei Leon dabei, aber eher der Resi 4 Leon. Ich muss kurz sagen, für den Spendenstand, wenn die nächste Spende keine 9 Euro spendet, das bin ich sehr enttäuscht. Zu zweit können wir den schieben. Mit Handbremse an. Also Ada sucht hier ihren Verlobten, war das, ne? Genau, John, zu dem findet man auch... Hinweise, beziehungsweise erst der Username, wenn man sich in den PC einloggt, in Resident Evil 1. Ja. Mit dem Passwort Ada. Richtig. Da muss man sich nicht wundern, dass so viele Unfälle passieren bei Umbrella. Ja. Und das ist Leons Lieblingssatz. Ah. Ada, wait! wobei dieses eine Kind aus Resident Evil 4, was sich in diesen Pflanzendämon verwandelt, vor der letzten Insel, der dann doch... Kind! Der ist 25. Ja, wirklich? Das ist auch ein Dialog im Spiel. Oh, Zentimeter groß. Oh, wir sind Speedrunner, als ob wir die Story lesen würden, Mann. Ja, wie hieß der denn nochmal? Ramon Salazar. Das Kind hat, sorry, der 25-Jährige hat so genervt. Es war so schön, einfach dann am Ende Raketenwerfer. Ja, One-Tap. Ja, One-Tap. Der Bosskampf war auch nervig ohne den Raketenwerfer. Ich glaube, Louis ist mein Lieblingscharakter aus der ganzen Zeit. Der war so cheesy. Oh, Louis war fantastisch. Oh, wie hieß der Schlimme noch bei Code Veronica? Steve. Steve. Watch out, Claire. Ja, und er schaut ja auch I'm a human. Ich glaube, es kam halt nach Titanic. Sie wollten Titanic halt wahrscheinlich irgendwo mit DiCaprio. Er war sehr DiCaprio, ja. Ja. Right here, aber auch deshalb, mein Wunsch wäre tatsächlich dann, wenn die nächstes Remake machen, bitte Code Veronica, weil das ist mitunter, vor allem storymäßig, am meisten verdient, da nochmal einen neuen Versuch zu machen. Ja. Capcom hat ja angekündigt, gestern glaube ich, dass sie an weiteren Remakes arbeiten. Ja. Also man kann davon ausgehen, würde ich sagen, Code Veronica, Zero, das Einser nochmal und dann 5, 6. Ich glaube, sie machen alle durch. Ja, es wird interessant, wie sie die Koops-Geschichte jetzt so regeln bei 5 und 6. Na, ob das dann auch wieder mit drin ist, weil die Zeit sind ja zum 5 Glück vorbei. Und 6, ja. Sich das nicht gebraucht also, hätte. Also ich glaube, das Beste an 5 und 6 war die Stelle, wo man den Stein schlagen muss mit Boxen. Ja, ja, so, ja. Los, Stein, geh weg! Ich fand es sehr interessant, wenn sie beim 5er versuchen, es vom Tonfall, ähnlich wie beim 4er, dann auch ein bisschen mehr an die alten anzupassen.
Ja. Das könnte beim 5, also es kann funktionieren. Also ich bin da sehr gespannt. Ey, nach 4 traue ich denen alles zu. Das haben die wirklich großartig gemacht. Wirklich, das ist exzellent. Also 2 und 4 waren fantastisch. Ja. Ach, hat's nicht aktiviert. Ah ja, aber Capcom hat ja auch ein Bild von dir vorm Auto gepostet. Ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Bildbearbeitung von Ma Entertainment und für die Bereitstellung des Autos von RPD42. Findet ihr auch beide bei Instagram. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und könnt auch einen Besuch abstatten. Nächstes Wochenende auf der Comic-Con Stuttgart werde ich auch vertreten sein. Am Stand von RPD42, ich meine, es war Halle 6, irgendwas 80, Stand 80. Ja. Genau. Machst du dann auch einen Speedrun? Ne. Ja, schade. Läuft einmal um den Stand herum ganz schnell. Yeah. stand nicht. Das war halt damals noch, wenn du nicht genau davor stehst, dann... Diese kontextsensitiven Sachen. Ja. Ein Millimeter zu... Das man versucht natürlich Zeit einzusparen, dass man diesen einen Schritt nicht noch macht. Bei Mario 64 ist das auch ganz schlimm. Man muss auch sagen, du ärgerst dich ja hier über Sachen, wo jeder im normalen Playthrough sagt, oh ja, gut, hat jetzt beim dritten Mal schon geklappt. Ne? Ja. Mit dem normalen Playthrough wäre es wahrscheinlich erst nach 3 Wochen an der Stelle angekommen. Ja. Ja, das erste Mal habe ich so 23, 24 Stunden, 25 Stunden, irgend sowas gebraucht, grob. War Claire A. Und da war ich... Alt war ich denn da? 13. Hm. 1998. Und würdest du sagen, ist das jetzt schon komische Räuberleiter. Ja. Ist das jetzt schon so die Halbzeit vom Run oder es kommt die eher gleich? Nee, wenn es RPD fertig ist, Drittel, ist es so ungefähr. Ne? Oh, okay. Na, ist schon ein bisschen über Drittel. Okay. Dann habe ich es mir richtig angeguckt. Hallo Doggies. Dodge. Und bald müsste ja auch schon ein Boss kommen, oder? Ja. Der G-Embryo. Genau, für die Leute, die auch gar nicht mit Resident Evil 2 vertraut sind. Es gab ja die 2 verschiedenen spielbaren Charaktere, Leon und Claire, deren Weg durch das Spiel ein bisschen anders ist. Ada ist auch nur spielbar im Part von Leon. Ansonsten hat man Sherry Birkin, ein kleines Mädchen, mit dem man in kleinen Abschnitten unterwegs ist. Und wenn man es einmal mit einem Charakter durchgespielt hat, kann man die Disc wechseln und dann die andere Perspektive im zweiten Run machen, den B-Run. Ja. Also ein bisschen kompliziert und komplex gedacht, aber war trotzdem ziemlich cool umgesetzt, hat die Langlebigkeit des Spiels nochmal verlängert. Mhm. Auch im Remake genauso, also kannst du auch beide Wege gehen. Aber nicht so geil. Da haben sie haben ein paar Sachen weggelassen leider. Ah, okay. Hier übrigens, wenn man die Kisten nicht ganz ranschiebt, spart man sich auch Zeit und sie korrigieren sich. Hast du getestet, wie weit muss ich unbedingt, ne? Die eine habe ich fast ein bisschen zu weit rein, aber man will dann auch nicht das Risiko eingehen, weil wenn man genau an der Grenze ist, dann funktioniert es nicht und dann hat man zu viel verloren. Das ist immer so ein... Diese seltsamen Fragen, die man sich beim Speedrun immer stellen muss. Ja, High Risk, High Reward, ne? Ja, ja. Also du kannst jetzt diese Viertelsekunde da einspannen, indem du es nicht noch einen Pixel weiterschiebst, aber wenn es halt nicht klappt, kostet dich das mal kurz 10. Ja. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Nein. Right. Spiel vorbei, Atombombe. Sorry. Dieser cute Dialog ist auch so geil. Ich finde es charmant. Also ganz ehrlich, auf jeden Fall. Ich würde für so 20€ Spiele, wenn sie rauskommen würden, finde ich, könnte man das heute auch noch voll machen. Also so in der Grafik auch. Ich finde das sehr charmant. Ich finde die Grafik, aber da habe ich sowieso nicht so ein Ding für. Ich merke immer mehr, dass mir das sogar zusagt. Ich finde die alte Grafik cool. Ja, gut, das ist ja noch enhanced und so. Aber ja, okay, das ist jetzt in schön noch. Ne? Aber mich stört das gar nicht. Die giftigen sind. Ja, was mit? Ja. Die kann beim Vorbeirennen einen vergiften. Dieses Geräusch das auch. Ja. Sehr praktisch. So wie man irgendwie auf den Tisch haut. Ja. Was man mit vorgerenderten Hintergründen machen kann, ich meine, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber das Resident Evil 1 Remake, du siehst, wie viel Aufwand da reinging. Das ist ein bisschen schade, dass diese Kunst sozusagen verloren gegangen ist mit der Echtzeitgrafik. Ja. Ja. Until Dawn hatte auch, oder generell The Quarry von Supermassive gibt, die machen ja auch noch vorgerenderte Hintergründe. Ja, hatten sie noch? Ja, und es funktioniert auch heute noch, aber ich denke, es wird von den wenigsten Spielern noch so angenommen. Ja. Also wir können wir können auch jedes Elternteil beruhigen, das ist das letzte USK 16 Spiel oder so. Also alle anderen dann sind 0 und 6. Ja, man muss dazu sagen, jetzt habe ich die zu früh abgebrochen, Resident Evil 2 war ja jahrelang indiziert.
Wurde sogar blitzindiziert innerhalb von 2 Wochen nach Release 1998. Und jetzt ist es uncut ab 16. Mhm. Weswegen wurde es indiziert? Gab's Gewaltverherrlichung? Es ist einfach nur, es ist Resident Evil meist, ne? Okay. Also da gab es mehr als Grund genug. Aber manche Serien waren tatsächlich so auch unter Generalverdacht. Ne? Wir wissen, dass die nur so eine gewisse Thematik haben. Resident Evil zählte dazu. Viele Ego-Shooter-Serien wurden standardmäßig dann indiziert. Zu Wolfenstein und so ein Kram. Wenn du es nach heutigen Maßstäben bewertest, gerade was den Gewaltgrad angeht, hier kann ich ab 16 verstehen, aber du hast auch einiges an Bluteffekten eben drin. Mhm. Also viel jünger wird man es wahrscheinlich auch selbst mit der etwas kruderen Grafik nicht wirklich freigeben heutzutage. Nö. So, jetzt kommt... Also zwischen 16 und indiziert ist nochmal... Ja. Jetzt muss man hier baiten, damit die nah rankommen und dann kann man nämlich schön... Oh, nice. Er hat in die Kamera gerade geschaut. Aus allen Blitzwinkeln outplayed. Was ist gerade passiert? Ja. Ja. Ja, 4 Schuss noch, okay. Oh, ich hasse es! Ah, zu schnell. Konnte nicht so schnell reagieren und jetzt bleibe ich an dem Hänger am Boden. Es ist ärgerlich. Aber wir kriegen es hin, es ist nicht so schlimm. Okay. Ich hasse diesen Raum so sehr. Zu Recht. Und ich weiß, ich bin kein Fan von Halsprays, aber... Gotta take it. Es ist egal. Ja, Halsprays in Fortnite oder in Resident Evil passt schon. Und nicht wieder Heal-Offs. Bitte ja, nicht die Heal-Off, Peter. Ja. Damals beim ersten Mal hat er richtig gezogen. Auf jeden Fall, beim ersten Mal zuckt da jeder. So, komm. Okay, sehr gut. Interessant, wie sie auch im Remake damit gespielt haben, weil als Kenner erwartest du natürlich, sobald du in dem Raum drin bist, was passiert jetzt hier? Mhm. Das ist ja sowieso der Reiz für mich bei den Remakes. Einmal natürlich das nochmal neu zu erleben in guter Grafik, aber auch, dass mit der Erwartungshaltung gespielt wird. Ja, das extrem. Ist, plopp. Das ist mega cool. Ja, weil das zeigt ja auch, dass Capcom sich auch mit den Fans auseinandersetzt und Memes kennt und... Bei den ganzen Rätseln muss ich immer drüber nachdenken, also wenn du der Letzte im Precinct bist und die Alarmanlage scharf schalten musst, das ist ja der größte Abfuck, den du haben kannst. Ja. Ja. Und bestes Beispiel, wie krass nah... das war close. Und bestes Beispiel dafür, wie nah die den Fans sind, so ich meine, das Event haben die auch auf ihrem Social Media Feed geteilt, also wirklich dicken Respekt, dass sie auch die Speedrun-Szene so unterstützen. Mhm. Also, nicht, dass ich aus Versehen leer schieße. Muss ich generell sagen, Capcom sind sehr nah an den Fans. Ja. Es gab auch, als das RE1 oder 2 Remake rauskam, gab es auch eine Death-Reaction auf besagten Speedrun. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, die Devs dann was zu den Speedruns sagen, ne? Ja, ärgerlich. Das ist auch ein großes Problem. Es ist so ärgerlich, man bleibt halt hängen. Es ist 1-2 Sekunden, aber man... beißt sich in den Arsch. Ja, natürlich. Wenn du es nicht sagst, fällt es niemandem auf. Ja. Aber du spürst es natürlich. Das ist dieses extra Vermeidbare, was natürlich nochmal nervt. Also wir glauben dir, dass du ein Vollprofi bist. Oh, Fenster sind kaputt. Egal, wir kommen da nicht mal vorbei. Ja, die Lösung wäre hier sonst gewesen, die Rollläden hätte man zumachen können, ne? No? Man kann sich entscheiden, welches. Und dann im B-Szenario beißt einen die Entscheidung dann in irgendeiner Form in den Arsch. Mhm. Ich vermisse es generell. Ich meine, ich spiele Resident Evil 2 schon noch normal, aber ich vermisse es dann trotzdem, wenn man irgendwann hat, man weiß man einfach alles. Ja, dann kennt man das Spiel so nur auswendig und ich vermisse diese, ich nenne sie mal Naivität des ersten Mals. Speedrunners Problems. Ja. Das ist ja generell Metagaming, generell ist ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem, ne? Das ist ja bei Multiplayern auch ein Problem geworden. Mhm. Dadurch, dass du alles weiß, ist halt nicht mehr so entspannt. Jetzt gestern oder vorgestern WoW Season of Discovery, das war auch das erste Mal in 15 Jahren oder so, dass mal wieder was Neues, ne? Ja, es entzaubert natürlich viel von der Magie der Videospiele, wenn du genau weißt, wie der Keks gebacken wird. Andreas, du spielst gerade mit einem 360-Pad? Genau, Xbox 360-Controller. Ich finde, der liegt angenehm in der Hand und Stick oder Steuerkreuz? Steuerkreuz. Steuerkreuz, ne? Ist ja klar, bei Panzersteuer, also für mich persönlich zumindest. Ja, okay. Also klar, geht auch anders, aber ich mag es einfach. Ein bisschen präziser. Größer oder kleiner Wii U Gamepad mit ohne Steuerkreuz? Bei
Resident Evil 1 Remake wechsle ich immer zwischen den beiden hin und her, mhm, weil normale Strecken lassen sich präziser mit dem Steuerkreuz machen, aber dann beim Ausweichen geht es einfach mit dem Stick viel leichter. Haben wir einen kleinen Teaser gekriegt. Ja, oh, mit dem ist ganz bestimmt alles in Ordnung. Ja, hast du so kurz was in, falschen, was zu essen in den falschen Hals gekriegt, ja. Frosch im Hals. Ich werde nie vergessen, diese Szene hat mich als Kind so geschockt. Beziehungsweise da war es Irons dann mit Claire. I almost got the story. Da liegt noch ein grünes Kraut. Hätte er mal benutzen sollen. Ja. Ja. Ist die Frage, was macht man damit? Raucht man die? Reibt man sich damit ein? Isst man sie? Rauf ich. Ich glaube, du legst sie auf deine Augen wieder. Ja. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh. Oh. My chest. It's burning. What's wrong? Oh, shit. Ich habe Aliens geschaut. Ich find's super, wie er hinterher schaut. Aha. Mein bestes Hemd. Good God, what was that? Ja, ja, den sie juckt auch gar nicht. Oh, was soll das denn? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. One more time. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Sie dachte so, ja, ja, I'm on my way. Ja. Ja, ja, ja. Sie hat gerade auch so was Schönes erlebt wie du gerade. Ja, ja, ja. So, und damit sind wir mit dem RPD gleich eigentlich fertig. RPD ist so Hälfte, sagst du? Ja. Circa? Okay. Aber der Rest geht dann eigentlich sehr fix. Da sind die Cutscenes fast nerviger als das eigentliche. Dieses Schwinngeräusch. Ich habe immer Angst, vergiftet zu werden, weil das kostet Zeit. Ja. Auch im echten Leben. Ja, immer. Ja. Ja. Wo habe ich mein blaues Kraut nochmal gelassen? Ja. Es wäre eins hier im Speicherraum, es wird schon gehen, aber es nervt halt. Ja, muss halt rein, ne? Ja, Bossfight. Oder? Das ja. ist viel von eben, oder? Das ist der G-Embryo, genau. Jetzt muss ich sehr auf den Sound hören, dass ich nicht zu viel... Oh Gott. Nice. Yikes. Magnum klärt. Ja. Aber dafür spart man sich die ja natürlich auf, ne? Damit du die Bosse gerade umso schneller erledigst. Ja, also Magnum ist einfach nur für die Bosse und ganz wenige Gegner, die einfach dumm stehen. Hast du denn im Kopf, um wie viel mehr Schaden die macht? Das sind ja eigentlich richtige, absolute Werte. Wir sehen das natürlich als Spieler aber nicht, ne? Ich kann dir die Werte jetzt nicht auswendig sagen, aber ich weiß halt, ne? So da muss ich jetzt, man misst wahrscheinlich in Schüssen dann, ne? Hey, yes. der braucht 3 davon. Und auch in Bewegung, ob du jetzt 6 oder 7 brauchst, weil ne, er hat dann mal kurz eine Mutationsphase, musst du kurz innehalten. Und dann as an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't. Ich finde wahnsinnig gut, was sie mit dem Redesign von Leons Uniform gemacht haben im 2er Remake. Ja. Weil sie es dann doch sehr realistisch getroffen haben, ohne den Charme des Originals zu verlieren. Schön wieder 2 blaue Kräuter. Ja, da hätte man sich jetzt auch dann. Aber es ist natürlich blöd, wenn man vergiftet in den Bosskampf geht. Das kostet immer alles Zeit. Was sind so Dealbreaker, wo man Run abbricht, jetzt mal abseits vom Sterben? Das kommt darauf an, wie ernst man es meint. Also wenn man wirklich auf Weltrekord aus ist, jeder Fehler, den du machst. Leon, that woman was. Kommt drauf an. Also was ich persönlich abbreche am Anfang ist... bis man beim RPD ist, wenn ich da einen Fehler mache, weil ist es halt zu kurz, um das
Ich finde schön, wie Ada halt wirklich so klingt, als ob sie keinen Bock hätte, da zu sein und einfach Leon liegen lässt. Ja, ich meine, hat nur eine Wunde am Herzen, schon okay. Aber ja, sie ist ja auch wirklich eiskalt. Das ist ja eigentlich ja, ne? Ja. Also spielt ja auch mit Leon. Ich kann sie auch nicht leiden. Ja. Weil das ja immer so geteasert wird, dass er dann ja doch nicht egal ist für sie. Ja, ja, es ist immer so. Man merkt, ich glaube sie auch so ein bisschen, aber sie spielt ihn schon ordentlich. Und ganz ehrlich, der hat zwar eine Wunde am Herz, aber HP-Regeneration regelt schon. Also. Ich meine, man sieht schon, wie ernst sie ist, was für einen tollen Verband sie ihm anlegt über der Uniform. Ja. Muss ein bisschen Druck aufbauen, das reicht schon. Die Sequenz, die hier kommt, ich finde die einfach so großartig. Schade, dass wir sie nicht anschauen können. Da sieht man dann, wie die USS-Einheiten unter Führung von Hank quasi eindringen und das Ganze auslösen. Ich weiß auch, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich fand das so unglaublich cool. Ja. Die Handvoll Render-Cutscenes, die dazwischen sind, da haben sie wirklich, sieht man, wie viel Aufwand nochmal mehr reingegangen ist. Ja. Auch wenn es nicht so inflationär genutzt wird, aber es gehört natürlich dazu. Ja, ich fand es damals, abgesehen davon, dass es technisch unglaublich schön war, fast schade, weil ich fand diese Real-Life-Action-Sequenz aus dem ersten doch sehr charmant. Ja, die war sehr geil. Es war einfach eine andere Zeit, auch mit Command & Conquer und so. Sitcom-Einblenden von den Namen. C&C war doch auch, ne? Command & Conquer hatte doch auch. Ja, genau. Geil. So schlechte Schauspieler. Hey, Tim Curry war dabei. Okay, ja. Witzige Anekdote, der Chris Redfield-Schauspieler, Charlie Kraslavski, ist ein guter Freund von mir geworden. Ja. Wir haben auch letztes Jahr bei ihm 2-3 Wochen verbracht in San Francisco und er ist so cool drauf. Und dann da saß ich dann auch da am Tisch mit ihm und es war so surreal, wenn du das dann deinem Kindheits-Ich erzählen würdest, dass du da mit deinem Kindheits-Idol zusammensitzt. Aber ein ganz lieber Kerl. Ja. Das ist ja auch immer jetzt, wo wir die Cutscenes sehen, eine gute Frage. Also, wie sehr nervt dich das? Speedrun, meinst du? Ja. Also weil du die Cutscenes ja auch nicht überspringen kannst. Also in der Version nicht. Es gibt Versionen wie die GameCube-Version, wo man es überspringen kann. Dafür kann man da die Türsequenzen nicht überspringen. Es gibt auch eine Möglichkeit. Mich nervt aber tatsächlich gar nicht, weil ich messe meine Zeit daran, was maximal in dieser Version möglich ist. Mhm. Und darum ist das für mich okay. Und jetzt in dem Kontext finde ich sogar ganz angenehm, weil dann kann ich auch mal kurz durchschnaufen. Und also ansonsten wäre ich die ganze Zeit... Ja, bist du dadurch eher raus oder ist es eher gut für dich, mal so eine kurze Pause zu haben? Nö, das ist für mich ganz... Aber wenn ganz du zum Beispiel besonders oft resetten musst, ist das dann auch so oder würdest du sagen... Wenn ich reset... Also ich merke, dass... Oh, jetzt. Dass irgendwann, wenn ich zu oft es versuche, irgendwann ist die Konzentration weg nach einer gewissen Zeit. Aber 2-3 Stunden gehen schon. Ah, drüber hinaus wird es kritisch. Ada. Gut, dass HP Regeneration geregelt hat. Jetzt kommt das Krog, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich falsch renne. Ja. Nimmst du richtig dann, oder? Ja. Ne, ich bin richtig, aber erst da lang, weil die muss die Goldmedaille später holen. Okay. Weil man dann sowieso nochmal vorbeikommt, spart man sich nochmal 20 Sekunden. Mhm. Aber manchmal renne ich einfach intuitiv hin. Ja, genau, man weiß ja, wo es ist, ne? Ja, ja. Streamst du denn auch selbst ab und zu mal solche Runs bei dir auf dem Kanal? Ja, also das, oder willst du dich konzentrieren ohne den Chat, der doch mal ein bisschen mit sich einbezieht? Es funktioniert schon mit dem Chat, aber dann muss man halt gerade in Türladesequenzen oder solchen Geschichten kann man kurz drauf eingehen, aber es ist dann doch noch was anderes. Aber ansonsten alles Mögliche. Also gerade jetzt sonntags spielen wir den Wesker-Mode von Resident Evil Zero, den ich vorher noch nicht gespielt habe, was ganz interessant ist. Genau. Und wechseln wir mal durch. Mal Mods, mal Randomizer, was man halt so machen kann. Oder auch mal, neulich habe ich Code Veronica komplett durchgespielt. Da gibt es ja auch ein Remaster, was rausgekommen ist, was gar nicht so viele kennen. Für 360 und PS3 ist das damals erschienen. Aber ein Remake wäre schon klasse. Ja. Ja. Das Remaster war so ein netter Zwischenschritt. Das hatten wir damals auch vor etlichen Jahren auch nochmal Let's Played. Mit dem Hintergedanken, Code Veronica war ja so toll und dann merken wir, hat doch ein paar Schwächen. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es hat tatsächlich doch ein paar merkliche Schwächen. Es ist unfair ein bisschen, wenn man gerade nicht weiß, was man erwartet und Waffen übergibt oder diese verfluchte Kanonenkugel, diese Glaskugel. Mhm. So. Die
Auch sehr schön geremaked im ja, Remake. Ja. Ja, da ist eine Crash Bandicoot-Sequenz draus geworden im Remake, aber es passt ja auch. Wow. Wow, die Grafik, da fliegt der Kopf weg. Da fliegt aber es ist Blech schon weg, halt. Unfassbar cool. Ja. Das war. Das Krokodil hat übrigens Ada komplett in Ruhe gelassen. Ja. Nur auf Chris. Es war einfach zu eng da, das kam da nicht. Das hat Gründe. Es bevorzugt ein bisschen Rookie-Flash. Ja. Ist ja auch vom Rookie Police Department. Ja. Da der tolle Verband. Nice. Don't mention it. Na gut. Schusswunde durch die Brust, don't mention it. Aber als ob er sauer wäre, dass ich es erwähnen darf. Ja, ich habe hier noch einen anderen Lungenflügel. Einer reicht. Let's just get out. Ich weiß gar nicht, wo sie in dem Remake hinschießen, in die Schulter, glaube ich, oder so. Es müsste die Schulter sein, auch, ja. Dann ja. Man merkt diesen kurzen Ruck klar bei, habt ihr vielleicht gerade gesehen, bei der Leiter. Mhm. Wenn der ist, kann man quasi skippen. Dann kriegt man auch nicht den Black Screen Ladebildschirm. Ja. Hat sich Andreas durch das HD-Update, was du raufgezogen hast, ein bisschen was an den Abständen geändert? Wie du zum Beispiel, was sicher Schalter betätigst und alles? Oder ist gefühlt das gleich? Es gibt einen Moment im Endkampf, da kann man Birkin in der Hundeform, in der finalen Form an die Wand glitschen, dass er nicht mehr dir keinen Schaden machen kann. Mhm. Das funktioniert mit der Version nicht. Ja. Das haben sie halt gefixt durch die Texturen, durch das Upgrade, quasi die Verbesserung. Endlich mal. Ja, da war ich nicht so glücklich. Deswegen ist das tatsächlich eine sehr risikobehaftete Stelle. Und hier kann Ada auch blöd stehen und den Weg verbarrikadieren. Mhm. Und ich hoffe immer, es passiert nicht. Ja, ja, es ist schon recht, ja. So. Wäre jetzt auch gerade noch mal ein bisschen ruhiger ist, würde ich vielleicht mal darauf eingehen, dass wir gerne in allen Chats Ausrufezeichen Zeitplan, Donation und auch Giveaway eingeben könnt, um an den verschiedenen interaktiven Sachen am Event teilzunehmen, selbst wenn ihr nicht vor Ort seid. Die Spenden gehen alle zu 100% an die DKMS. Wir haben zwar gerade einen sehr, sehr witzigen Spendenstand, aber ich denke, da geht noch was. 42069. Das ist schon sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ihr müsst die nächste Meme-Zahl erreichen, bitte. Ja, ich hab schon gesagt, 69, 69, 69. Ja, das wäre super. Schon 13,37 haben wir aber. Auch hier gibt es einen kleinen Trick. Man muss sich nämlich an dem Kampf überhaupt nicht beteiligen. Ach ja? Ja. Er hat Ada umgehauen. Auch mal kurz noch gegangen, wirklich. Na, Gregor, du hast wahrscheinlich auch am Anfang geballert. Natürlich, an die Decke, oder? Alles. Ich glaube, jeder macht das. Sie schießt einfach nur, oder was? Ja, okay. Da spart man wahrscheinlich Munition ohne Ende. Das ist, denke ich mal, auf dem Timer, ne? Dass du einfach nur die Zeit überleben musst. Aber wenn sie schon ballert, willst du natürlich auch mitballern. Ja, du denkst, du machst es schneller oder du hilfst. Weil ich glaube, man kann es ein bisschen beschleunigen. Ich habe doch keine Munition mehr darum. Okay, okay. Na gut. Ja, stimmt, Munition ist ja in den Games noch rares Gut. Ja, es ist bewusst eben, es soll ja Survival-Horror sein. Ja. Und wir sehen jetzt hier, jetzt nicht nur für den Speedrun, aber normal hättest du, wenn du so gespielt hättest, auch in vielen Fällen geschaut, kann ich an den Gegnern vernünftig vorbeikommen? Wo spare ich meine Ressourcen? Du willst ja auch für die Endgegner was haben. Das ist der Reiz ja eigentlich an den Spielen. Warum eigentlich liegt wirklich genug rum. Ach, ich hasse den so sehr. Oh. Ach, komm. Aber ein Kraut hast du, glaube ich, noch, ne? Ja. Aber das werde ich jetzt auch sicher hier brauchen. Da komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Ja. Natürlich geht's hier zum anderen.
Ada, total nutzlos. Ja, da kann er den Roundhouse-Kick leider noch nicht. Lernt er erst in zwei weiteren Teilen. Ja. So, jetzt kommt das einzige Mal, wo ich leider, ich weiß, es ist Shame, aber ich will einfach sicher gehen, wo ich an die Truhe gehe. Alles gut. Normal würde man das nicht tun. Ja, aber das ist jetzt ein Showcase, also kannst du machen. Genau. Da kommt ne. Magnum Bullets. Sehr gut. Mhm. Und hier Spray. Oh, das hat mich jetzt 20 Sekunden gekostet, aber dafür sind wir nicht sicherer. Nicht mal, glaube ich. Aber war auf jeden Fall notwendig, glaube ich. Also es ist für Sicherheit. Es ist für Sicherheit, weil hier ist auch der Kampf. Mhm. Ich weiß, es ist auch so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das hat mit der Version zu tun, weil ich genau die Schritte mache, die eigentlich auch die Weltrekordinhaber machen. Aber irgendwie funktioniert es bei der Version nicht. Also es ist doch ein bisschen anders. Diese Art von Update gibt es auch nur für Resi 2 bisher? Nee, 1, 2 und 3. Ja, 1, 2 und 3, okay. Ja, 1, 2 und 3. Das wäre vielleicht dann nochmal den 12. Playthrough wert oder so, ne? Ja. Nochmal ein bisschen anders. Der Classic Resident Evil 2 Run war tatsächlich auch eine der allerersten Speedruns, die ich gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch her ist, aber damals noch auf speedruns.com als Video zum Runterladen mit 320x240 und ohne Kommentar. Okay. Das hat sich schon wieder umgehauen. Schon wieder. Auch again. Immer ein Kopf, ne? Ja, Ada ist da hart im Nehmen. Die fällt auch mal 200, 300 Meter runter und überlebt das. Ja. Mhm. Bis heute habe ich keine schlüssige Erklärung dafür bekommen. Sie hat einen Hookshot versteckt. Sie hat eine Katze in der Handtasche. Die fällt auf die Beine deswegen. Oder so. Ach. Ja, 98 war das wahrscheinlich Nightmare Fuel. Ja. Hat aber auch schon gute Endboss-Stimmung. Okay. Darum meine ich, das Heilspray ist nicht verkehrt an der Stelle. Ja. Ja. Man kann das ohne Damage schaffen. Ich krieg's nicht hin. Ohne Damage? Ja. Mit dem Stagger-Effekt? Oder? Ja, ja, okay. Genau, man staggert ihn und dann geht man ein paar Schritte zurück und er taumelt und dann macht man 3, 4, also ich habe Videos gesehen, wo es funktioniert. Mhm. Man versucht es natürlich auch zu rekreieren, aber ich habe es in der Version nicht hin. Ich müsste es in anderen Versionen probieren, aber ich habe mich natürlich jetzt auf die fokussiert. Ja, klar. Mhm. Und, ja, mach mal am besten demnächst mal die N64-Version mit dem N64-Controller. Oh Gott. Ja, aber ich liebe diese Version. Nicht wegen der Spielbarkeit, sondern weil ich es so beeindruckend finde, wie sie das auf eine Cartridge gepackt haben. Die Natur des Ports ist sehr beeindruckend, muss man sagen. Ja. Hey, take it easy. Die Poster an der Wand. Take it easy, geil. Du hast deine Klaue durch den Kopf bekommen. Ja. Take it easy. Während die sexy Poster im Hintergrund da herumhängen. Go. Save yourself. I told you, it's my job to look after you. But ich fühle mich recht gerührt. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I Gaslighten. Das ist auch ein so sehr japanisch geschriebener Dialog. I don't want to lose you. We're leaving this place together. Es gibt einiges in der direkten Übersetzung dann an entsprechenden Intentionen verloren. Mm, ja. Das hilft hier der Steifheit der Dialoge, sagen wir es mal so. Der B-Movie-Flair. Ja. Weil schlecht ist es nicht, aber es hat diesen Flair eben. Ja. Gibt es denn, Andreas, abseits von Resident Evil andere Horrorserien, die du gerne spielst? Oder ist Resident Evil so überstrahlt sehr vieles? Silent Hill ist natürlich so ein Klassiker. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Schande ist oder Ehrenzeichen, aber ich habe 2.500 Stunden in Dead by Daylight. Oh.
Das darfst du selber interpretieren. Ja, ich bin mir da selber nicht sicher. Inhalt ist der Aussage. Aber mittlerweile kann ich es nicht mehr spielen. Also es hat sich sehr viel verändert, finde ich. Was, also, nicht genau davor gestanden. Sehr viel verändert, was für mich das Spiel, ich möchte nicht sagen, unspielbar macht es übertrieben, aber was mir die Freude ein bisschen nimmt. Okay. Was sagst du denn sonst zum Horrorjahr 2023? Weil du hast Remakes von Resi 4 gehabt, Dead Space, meines Erachtens ein fantastisches Remake. Ja. Dead Space, unglaublich gut. Dann Sons of the Forest war, nee, das war letztes Jahr, richtig? Das ist letztes Jahr gewesen. Ich persönlich war ein ziemlich großer Fan von Dead Island 2, muss ich sagen. Ich habe es leider nur anspielen können. Ich hatte nicht die Zeit, das komplett durchzuspielen. Würdest du es empfehlen? Ich persönlich, ich habe den ersten Teil nicht viel gespielt, muss ich sagen. Da ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber sowas an dem Spieldesign, fast schon ein bisschen Metroidvania-mäßig, mit nicht so riesigen Gegenden. Plus enorm viel Splatter-Spaß bei den Zombies. Ja. Ich habe fast alle Achievements geholt. Ja. Und spiele normalerweise gar nicht auf Achievements. Ja, es gibt so Momente, da, also bei mir hat es auch nachgelassen. Früher habe ich viele Achievements gemacht. Mittlerweile nur bei Spielen, die mich wirklich fesseln. Oder wenn ich. Ah, no, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das ist nicht möglich! Da, wow. Das ist mir noch nie passiert! Holy shit! It never happened before. Sind das Maisdämonen oder was ist das? Das sind Poison Ivies, aber wenn das... die Popcorn-Maschine nachts nicht. Das war jetzt einfach... Oh Gott. Ach, das hat die Zombie-Apokalypse ausgelöst. Damn. Also gut, dass da nochmal den Safe gab hier mit den zwei Kräutern zur Not zu mitnehmen. Ja. Aber vergiftet haben die dich jetzt nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Weil eigentlich ist es sehr easy, da vorbeizukommen. Ja. Oh mein Gott. Oh nein, nicht, dass du eingebackt bist. Auch das hier ist mir in dieser Form noch nie passiert. Ja. Jesus. Alter. Die denken wohl auch, die werden in Street Fighter. Was ist denn das für ein Raum? Ja, das war gerade ein Sprung. Normal kann man da ziemlich easy durch, aber die haben sich jetzt einfach entschieden, mich hardcore zu fisten. So. Ja, die wissen, die sind heute bei Speedrandale dabei. Die mussten ja fast sogar noch eingebackt in die Ecke, ne? Die wissen, du kommst in Highlight Reels, also müssen sie. Das Problem ist, wir müssen gleich zurück. Oh nein. Und sind auf Caution, was prinzipiell scheiße ist. Okay. Was, die Licker können dich, wenn du auf Rot bist, dann köpfen mit einem Schuh. Die können mich jetzt schon köpfen. Ei. Und hier lag einfach nichts mehr an Heilung. Oh. Bei den Nickern drin lag halt was, aber... Ja, das ist das Problem. Das liegt echt ungut. Das wird... Puh! Okay, und jetzt musst du nochmal zurückgehen, oder? Ja, wir müssen noch einmal vorbei. Okay, Daumen sind gedrückt. Ich weiß gerade auch nicht, was ich machen soll. Weil das versuch irgendwas. Weil es liegt auch nichts in der Truhe, logischerweise. Wenn ich ein grünes Kraut kriege, ist fein. Ne? Ich kann nicht speichern. Oh, dann ist schlecht. Da liegt auch kein... Kein Fahrplan. Also es wird nicht gehen. Okay. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr anti. Das eine. Die iFrames wurden ausgenutzt. Ja. Easy peasy. Komm, easy. Also zum einen dafür Applaus und zum anderen für den noch witzigeren Spendenstand. True. Nice. Okay, konzentrieren, Sekunde bitte. Okay. Okay. Also jetzt habe ich geschwitzt. ich auch. Nur du. Die haben dich aber auch angesprungen. Aber also das Finale von dem Spiel wirkte doch, also vor allem in Speedrun jetzt wie ein Finale. Unter Druck entstehen Diamanten. Das ist so, nämlich. Ja.
Oh, die Magnum, so schön. So. Da sieht man, wie praktisch hier auch die 180-Grad-Drehung ist. Ja, total. Wäre sonst nicht möglich, in dem Speed das zu machen. Das war wirklich eine tolle Erfindung in Resident Evil 3. Ja. Was ist Ihr Name nochmal? Annette Birkin. Das ist Birkin, die, die Ehefrau von William Birkin, der den G-Virus und den T-Virus und, quasi. Die Birkin-Stock-Sandalen. Genau. Die Birkin-Stock. Komm, der ist so alt, oder? Wir sind ja in Köln. Ist schon wieder Fasching? Das darf man hier nicht sagen, glaube ich. Oh. Ah, ich bin der Eros, ich komme hier ärgern mich die Cutscenes, weil ich dann immer auf Ich komme auch aus Norddeutschland. So, dann. Und mir denke, wir sind so kurz vorm Ende. Schritt schneller. Ja. Also hier ist da mal der Punkt, wo ich mich immer über die Cutscenes ärgere, weil sie so lang sind. Ja, also ganz ehrlich, kurz vorm Final Boss nochmal diese ewig lange Cutscene zu haben, ist dann auch... Also, das ist so Wahnsinn, wenn man jemand beim Speedrun zuguckt und jetzt denkt, ja, wir saßen jetzt hier um und bei eine Stunde. Wie kann man dafür 20, 30 Stunden brauchen? Wenn man nicht weiß, wo man hin muss und was man machen muss und dann in Panik gerät. Ja. The self-destruct sequence has been activated. Was, spielen wir jetzt Metroid? So ungefähr. Oh. Die XD-Door. Das war auch wirklich so eine Sache zwischen 97 und 2005, dass man sagte XD-Door oder Pokémon XD oder so. Ja, mehr Buchstaben bedeutet cooler. Ja. Yeah. Oder so. Ja, vor allem wenn Z am Ende ist oder dann S oder so. Weil 90s ist cool. Zinung wieder. Aber muss man auch sagen, spring einfach, Ada, spring. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. Wenn ich den Endgegner nicht schaffe, habe ich einem Freund versprochen, muss ich eine Pizza zahlen. Ansonsten muss er mir eine zahlen. Das ist doch Motivation. Ja. Also besieg den lieber. Ja, die erste Mutationsstufe könnte ich hinbekommen, ohne dass ich, dass er mich einmal trifft, aber dann... Oh no! Ada, I got you. Don't. Haben wir aufgeklärt, warum sie überlebt hat? Weil Grappling Hook oder... Es heißt, Wesker hat sie gerettet. Ah. Grappling Hook gab es ja damals noch nicht. Also... Den Grappling Hook-Ding habe ich erfunden vorhin. Ja. Aber es ist so ein typisches... Ja, denk nicht weiter drüber nach, sie hat überlebt. Ja, vielleicht kommt ein Nachfolger, vielleicht nicht. Ist egal. Genau, danach entscheiden wir, ob sie überlebt hat. Ja. Star Wars 8 hat, nee, 9 hat sich ein bisschen orientiert auch dran. Ja, sie haben ja selber... Sie war gar nicht tot. Sie haben in dem Teil ja schon die Anspielung gemacht, dass sie überlebt, indem sie im B-Szenario dann den Raketenwerfer runterwirft. Somehow Ada returns. Genau. Immer noch ein logischer Schritt als bei Star Wars. Ada, nein! Oh nein! Achso, da hat das wirklich geschrien, oh Gott. Ja. Ja. Aber es ist charmant. Es ist sehr cheesy. Ja. Bisschen cringy, aber auf eine charmante Art. Wir kennen uns seit 25 Minuten. Aber er mochte sie halt. Tja. Kannst du dich schneller bewegen? This. Zum Glück habe ich noch den Traubensaft. So, gut jetzt. Gut gemacht, einfach wegschmeißen. Kam der G oder der T-Virus zuerst? T, ne? Das war ein Resi 1, ne? Der Tyrant-Virus da. Aber der wurde ja auch von Birkin entwickelt, oder? Mhm. In der Story. So richtig geile 6 Stunden Lore-Videos zu Resident Evil, die kann man sich auch mal reinziehen. Nein! Ah, verdammt! Der Falsche. Er hat den Auto in den Falschen gepackt. Ja, ja, ja. Alles gut, du bist noch gesund. Noch. Na klar, war klar.
Ach, das ist... Okay. Okay, jetzt wird's krass. Der auch noch mal. Der denkt wohl auch, er wäre in Attack on Titan. Ja. Ja, das hat mich jetzt gekostet. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ah, klar, so kurz vorm Ende muss noch mal irgendwas kommen, was... Die wissen auch nicht anders als, ja, dann eben Selbstzerstörung. Ja. Ja, das war mal so ein Ding, so 90er, 2000er, irgendwas ist immer explodiert am Ende mit Selbstzerstörung. Ja, es muss. Ich muss mich jetzt auf das P stellen, und zwar sehr exakt. Nein. Okay, hat nicht funktioniert. Aua. Hat nicht funktioniert, wie ich mir dachte. Scheiß Situation. Wo ist er? Da ist er. Oh. Wenn der Auto-Aim nicht greift. Jetzt wird's kritisch! Alright. Nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Geht schneller, aber okay, wir haben es überlebt. Komm, ja. komm, ja, ist okay, du bist tot. Wie weit ist Time jetzt weg? Also, wir sind, wenn ich da reinlaufe, ist vorbei. Okay, also dann okay. Bereit machen. 3, 2, 1. Nee, da muss ich noch unten 2 Meter laufen. Okay. Warte. Aber es kommt ja sowieso am Ende nochmal die Zeit zusammenfassen. Ah, okay, ja. Die Ingame-Time dann. Ja, ja, die Ingame-Time. Okay. Time. 1, 4 und 4 Eckzeit. Geil, mit dieser japanischen Cutscene noch. Ja, wir bleiben ja noch mal drauf auf dem Ingame, damit wir den Ingame-Time auch noch mal sehen. Ja, am Anfang, glaube ich, haben wir tatsächlich ein kleines bisschen zu früh gestartet. Mich ärgern die Zombies am Ende, die hätte ich mir... Also, ich muss wirklich sagen, dicken Respekt. Also, ich dachte, es wäre sehr auf knapp gewesen, aber dass du kein einziges Mal gestorben bist, ist wirklich, also, Dankeschön. Phänomenal was. Ich vor allem auch noch... Vor allem auch ein Cosplayer, also besser geht's echt nicht. Ich habe sowieso mega Respekt vor solchen Speedruns, wo du überhaupt nicht einmal savest und so. Und das ist schon krass, dass du komplett da durchlaufen musst ohne Safety. Ist sehr, sehr gut. Da kann die Gamester echt stolz auf dich sein. Dankeschön. Ja, noch vor den Speedruns, das wäre ja auch ein legitimer Weg, das Spiel so durchzuspielen, weil du hast ja Boni freigeschaltet mit je schneller und je weniger Saves du hast. Ja. Ich glaube, hier hättest du dir wahrscheinlich schon den, was das ist, der Raketenwerfer verdient. Ne? Ich glaube schon, ja, den Raketenwerfer kriegt man da. Und es gibt noch die Gatling und was war das andere? Den Tofu gibt es noch. Tofu, ja, Hank. Aber es gab 3 Waffen, meine ich. Gatling, Raketenwerfer und... War es ein Revolver, oder? Nee, der Revolver ist, wenn man es bis zum RPD spielt, ohne was aufzunehmen mit Claire. Ja, man kann die nicht skippen, leider. Ja. Oder waren es nur 2 Bonuswaffen? Es gibt noch die Maschinenpistole mit unendlich Munition. Ja. Mhm. Wie viele Minuten war es jetzt von deiner PB entfernt? Das sehe ich jetzt am Ende. Es gibt noch die Ingame-Time. Okay. Ja. Da war aber ich glaube, du hattest 1:05 angepeilt, glaube ich, ungefähr, oder? Ich hatte gehofft, unter 1:05 zu kommen. Ah, ja. Du hast doch geschafft. Mein Rekord persönlich jetzt in den 2 Wochen war 1:03:01. Das ist voll gut, aber dann ist live mega gut. Also das war richtig krass dann. Und das für 2 Wochen Übung? Das ist Hammer. Gut. Gucken wir mal. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was er ausspuckt. Ja, okay. Ist es jetzt so, also du hast jetzt natürlich speziell für den Event hier geübt. Wirst du weiter an dem Run dranbleiben oder wärst du erstmal, du konzentrierst dich wieder auf deine anderen Runs?
Ich habe mich das selber schon gefragt. Ich hätte schon Lust, noch mal besser zu sein. Ich würde es gerne unter einer Stunde hinbekommen in Game Time. Das wäre so mein Traum dabei. Das wäre das Häkchen, was das man Häkchen. Macht. Ja, ja, ja. Aber da werde ich wahrscheinlich auf eine andere Version übergehen, die mir dann auch erlaubt, manche Glitches besser zu nutzen, wie zum Beispiel den Endboss-Fight, weil den kann man wirklich in 10 Sekunden dann am Ende abhaken und das solche Geschichten. Sag mal, hat jemand mal einen Speedrun gemacht mit der Nintendo DS-Version vom ersten Teil? Hat jemand gemacht oder was? Nee, ich frag mich so. Das, ne? Weil das wäre ja nochmal ein bisschen anders mit dem... Ja, ich hab's nur gespielt und ich fand's eigentlich auch ziemlich geil. Ist DS Speedrunning ein Ding? Du brauchst natürlich eine spezielle Station, um das abzugreifen, weil die meisten können nicht mit den Kameras oder so arbeiten. Ja. Also es gibt schon einige sehr coole Speedruns auf dem DS und 3DS, aber ist halt sehr nischig, weil Capture Cards und so ist. Ja. Ja. Da könnte man sich ziemlich schnell, wenn man sich reinfuchst, vielleicht sporen. Ich hab mal einen Nintendog Speedrun gesehen. Das fand ich sehr geil. So. Aber ist Nintendog Speedrun nicht einfach nur Gassi gehen? Ja, aber mit Patterns, dass du mehr Geschenke findest. Ja, aber es gibt ja auch einen Wii Fit Yoga Speedrun, wo du einfach nur jede Aktivität einmal machst, wenn du es geschafft hast, vorbei und du kannst es nicht schneller machen. Ja, so ruhig bleiben muss, wie es dann geht. Also, auch Idee, ich habe hier, den mag ich. Ja. Also, Panda, du schuldest mir eine Pizza. Kannst du auch aussuchen, was da drauf ist? Ich gehe von aus, ich hoffe. Ja, nicht dann, okay, hier sind deine Anchovies. Ja, und Ananas. Thunfisch mit Ananas. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay. So, jetzt mal checken. Und? Jetzt hängt er sich auf. Das wäre witzig. Ich sag 1,359. So. Oh! 1,31. Yeah, also PB, oder? Das ist ein neuer Rekord, ja? Let's go! Nice. Geil. Wow. Number of saves, 0. Super. Aber nur ein A-Ranking, weil ich zu viel Heilsprays genommen habe. Ja. Aber du siehst auch dadurch, dass du hattest noch ein paar Stellen, wo du dich potenziell nicht so greifen lassen kannst. Also die unter einer Stunde ist greifbar damit. Ja, ist definitiv möglich. Ja. Nice. Ja. Also, wirklich. Sehr war gut. Richtig cool. Sehr, sehr danke schön. Ja, sehr cool. Im Rahmen von Speedrandale wollen wir nochmal sagen, also ihr werdet da draußen natürlich noch weitere Runs sehen, die wir hier auf dem Event aufgenommen haben. Andreas, wir fanden es großartig, dass du uns das hier gezeigt hast. Du kannst gerne nochmal erwähnen, wenn die Leute dich sehen, wo die dich dann bei Twitch schon anders finden und natürlich auch bei GameStar. Genau, also bei GameStar natürlich, wobei da bin ich gerade eher hinter der Kamera beschäftigt, hab ich früher die Hardware-News gemacht. Aktuell findet man mich bei Screenfire Germany, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Mache ich 3 Streams die Woche, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Sonntag ist immer Resident Evil Time, Donnerstag Retro-Donnerstag und Mittwoch wechseln wir durch. Und dann gibt es natürlich wöchentliche Videos auf YouTube. Und wer Bock hat, mir auf Instagram zu folgen, der kann das tun unter TheJediBird85, also der Jedi-Vogel 85. Genau. Alright. Genau. Wie es bei uns ausschaut, das wisst ihr aus den anderen Speedrandale-Folgen, aber da könnt ihr es immer bei uns bewerben. Richtig. Oder bei sia@simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove1. Entschuldigung, bei X statt Twitter. Ja. So ist das. Und wir sagen hier nochmal, wenn ihr es jetzt nicht live gesehen habt, aber großer Dank natürlich an Bisalina und all die Leute, die das hier möglich gemacht haben. Wunderbar. Und ich hoffe, wenn ihr live dabei seid, bleibt ihr noch dran. Ansonsten sagen wir danke und tschüss. Bye bye. Bye. Ciao.